Ähm, wo waren wir stehen? Ah, ja, Entschuldigung. So, nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen zurück endlich wieder zu Dragon City. Etwas länger eher. Ähm, kurzer Status bisher. Ähm, meine Abschlussprüfung steht an und deswegen wird es etwas weniger Videos kommen, da ich es einfach momentan nicht schaffe, da ich mich einfach hinsetzen möchte und lernen möchte und alles gut vorbereitet ist. Uh, und generell muss ich halt sehr viel arbeiten, deswegen wird das halt ein bisschen weniger an Videos kommen, aber demnächst wird das dann auch ein bisschen mehr sein. Also ich hoffe, ihr habt Verständnis, aber ich denke mal schon. So, machen wir ganz kurz kleinen Status hier in Dragon City. Hat sich auch schon ordentlich was getan. Zum einen, ich bin jetzt aktuell Level 96, also ein Stückchen weiter in Richtung 100 und äh ach jetzt habe ich gerade gar nicht geguckt ja ich soll jetzt egal ähm ja ihr habt es gerade schon gesehen es gibt ein neues Heldenrennen und es ist ein besonderes Heldenrennen und darum geht's auch heute das wollte ich eigentlich nicht drücken entschuldigung Moment bitte ja nein das nicht Stopp das wollen wir gerade nicht so ähm, genau, was heute ansteht. Heute werden wir uns ein paar neue Aktionen angucken. Oder sagen wir mal so ein paar Events, die es gerade aktuell hier in Dragon City gibt. Wie zum einen auch hier dieses eine weiß spitze Gibt es in unterschiedlichen Kapiteln und heute ist das erste Kapitel zu, zu, äh, verfügbar. Äh, aber das. Mit, da wollen wir uns jetzt nicht wirklich beschäftigen, denn wir beschäftigen uns heute hiermit, denn ab den achten ist das neue Heldenrennen gestartet und es ist wieder ein Heldenmarathon und hier kann man den guten hohen Meister Karma gewinnen und auch viele weitere Kugeln auch von denen und um eventuell dann auch zu stärken. Ja und hier ist es das gute Heldenmarathon wir kennen es von den guten Hohen Okkult-Titan-Drachen oder den guten Hohen ähm, Corrupted-Time-Dragon und jetzt auch hier der Hohe Meister-Karma-Drache, der ja einer der stärksten heroischen Drachen sein soll. Wir werden ihn trotzdem auch nochmal ein bisschen bewerten und ihn auch genauer einmal anschauen. Äh, genau. Und ich würde damit heute einmal anfangen, denke ich. Wir haben einmal einen heroischen Drachen. Seltenheit ist heroisch. Fertigkeiten hat er auch nochmal welche dabei und die haben es in sich. Denn einmal hat er die Kamerache. Chance, den Angriff des Gegners zu absolvieren und doppelten Schaden zu verursachen. Mhm. Dann einmal Karma verursacht Schaden bei allen Gegnern. Ja. Und Karma-Yang heilt alle Verbündete. Das heißt, er heilt nochmal zusätzlich. Und ähm, ich habe ihn ja jetzt, ich habe ihn ja, und ich habe ihn jetzt öfter jetzt mal ausprobiert, um halt auch ein bisschen die Fertigkeiten zu verstehen. Und ich glaube, eine Fertigkeit ähm, hat sogar noch eine super Spezialfähigkeit. Und zwar, dass er, ähm, ja, halt keinen Schaden oder halt... Sagen wir mal einen kurzen Schutz dagegen hat. Somit ist er relativ sehr starker, heroischer Drache. Dann kommen wir auch zu den Elementen, das ist einmal Chaos, Wind, Uhr und Eis. Das ist eine ziemlich starke Elementkombination, auch ziemlich gut vor allen Dingen auch sehr gut gegen die alten also gegen die Drachen mit sehr viel es gibt ja sehr viele heroische Drachen gegen Alte mit alten Elementen da ist er schon mal sehr gut am Start ähm, sich dagegen zu wehren aber auch hier ähm legendär äh, legendär Wind Zeit äh, oder alles weitere kann er sich auch super tippi toppi da äh, sich wehren und ähm, Genau, ihr kennt das Prinzip ja eigentlich auch schon. Hierbei muss man sich qualifizieren. Ab Runde 15 kann man sich qualifizieren für die Preise. Da ich ja jetzt momentan sehr viel am Arbeiten bin, wird das leider nicht so viel. Ich hole mir einfach jetzt nur noch die Preise ab und äh, das war es eigentlich. Weil, ich meine, qualifizieren könnte ich mich ja, aber die Zeit drängt da jetzt noch. Es sind ja noch ungefähr zweieinhalb Tage, um genau zu sein. Und das wird ein ziemlich eng werden hier. Genau. Ihr könnt immer gerne alles in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Heldenmarathon findet. Ich finde, es ist eine richtig geile Idee. Ziemlich gut. Jeder hat nochmal die Chance, diesen heroischen Drachen gewinnen zu können. Und aber auch dementsprechend sich die Preise zu holen, um halt auch dementsprechend ihn zu stärken. Keine Ahnung, warum das jetzt hier so klein ist. Ich weiß es nicht. Genau. Und es gibt auch ein Happy Hour-Angebot, wo man gerade seine Drachen stärken kann. Ich hoffe nur irgendwann hier mal dass ich meine stärksten herrschen Drachen auch mal stärken kann hier das wird hier noch ein bisschen dauern, aber naja vielleicht wird das ja noch was und sonst ist jetzt nicht gerade so viel passiert bis auf ein paar neue Drachen die werden wir heute auch zusammen machen. Ähm, ja, der eine Drache ist jetzt leider noch nicht fertig, aber wir werden jetzt einfach ihn beschleunigen, weil wir hatten den eigentlich für heute geplant. Und zwar, gell, gute hohe Fenray-Drache. Denn es gab wie ein Happy-Hour-Angebot mit Herbeirufen und da war er halt dabei. Sozusagen, es gab. Oh, Entschuldigung, warte Moment mal. So, es kamen hier ein paar mehrere Drachen wie zum Beispiel hier auch äh, ja der gute ähm, hohe Kommandant Drachen den habe ich ja schon brauche ich nicht unbedingt dann hier der hohe Techno Nick Drache fand ich nicht so geil den habe ich jetzt nicht geholt oder der hohe Baumbeer Sachen es war schwierig doch ich wollte jetzt einfach mal ja, den besonderen und auch den allerersten heroischen Drachen auch besitzen. Und da haben wir den heute auch dementsprechend, oder habe ich mir geholt. Da ist es leider eigentlich erst den, ja, morgen wahrscheinlich erst fertig, nachts irgendwann, aber wir werden den heute jetzt schon mal machen. Weil da eigentlich heute geplant war. Und den werden wir auch heute zusammen einmal machen. Der allererste heroische Drache in Dragon City. Ähm. Und mit Abstand vom Design her richtig geil. Also richtig epischer Drache. Und vor allen Dingen auch eine richtig gute Elementkombination als allererstes. Denn er hat einmal Eis, Rein, Krieg und Elektro. Und wir werden ihn jetzt mal gut hier hochbringen, denn er ist mit Abstand ein ziemlich geiler rocher Drache. Also, ich finde ihn richtig, richtig geil. Ein ziemlich guter heroischer Drache haben sie als erstes rausgebracht. Eine sehr gute Wahl. Und der gefällt mir auch einem richtig gut. So, dann äh, lesen wir uns mal die Beschreibung noch einmal durch, damit wir auch mehr erfahren über den heroischen Drachen. Der Drache gehört einer der einzigartigen Kasten an. Den heroischen Drachen. Er ist ein. Palatin des Himmels, der die nördischen Götter beschützt. Er ist sogar ein Halbgott. Okay, gut zu wissen. Er ist ein Halbgott, gut zu wissen. So, und hier ist ja nochmal mein Hoher Meister Karmadrachen. Äh, gestärkt ist er ziemlich gut mit dabei. Also da hat er schon ordentlich, es gibt sogar neue Skins. Die sehen jetzt so aus. Oder so. Aber ich glaube, normal gefühlt gefällt mir da gefühlt besser. Äh, dann werden wir ihn jetzt auch direkt eigentlich bewerten. Denn hier können ihr eigentlich hier gibt es ja gerade einen Quest, eine Quest mit, mit, mit der man das machen kann. Und dann äh, kann man den dementsprechend ja auch bewerten. So, er hat einmal Chaos. Das bedeutet, er kann zwei Elemente konnen: einmal Seele und Magie. Das ist schon mal ziemlich gut. Dann hat er Wind. Damit kann er Zeit kontern. Uhr kann er mit äh, Rein kontern. Ein ziemlich gut sogar. Und Eis kann er Natur und Krieg kontern. Somit kann er sechs Sachen kontern. Ziemlich stark sogar. Und äh, generell finde ich ihn ziemlich gut hier nochmal. zu sehen die Fähigkeit. So, jetzt habe ich hier geheilt. Jetzt benutzen wir mal die Karma-Jin-Fähigkeit. Der andere Drache hat auch nochmal Schaden bekommen. Somit, also er ist ziemlich, ziemlich, ein ziemlich guter heroischer Drache. Ist sehr, sehr, sehr stark. Er gefällt mir richtig gut. Und äh, hier kann ich ihn ordentlich hier hochbringen. Also hier gibt's ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum hier sowas gibt, aber ist auch egal. Wir können halt trainieren. Ich dachte, wir kriegen jetzt Kugeln hier, aber anscheinend ja nicht. Aber das macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Dann ist es ja so. Ja, dann wollen wir auch direkt eigentlich weitermachen mit den nächsten Drachen, die eigentlich für heute auch noch vorbereitet sind. Und wir fangen jetzt einmal von vorne an. Einmal der gute Raya-Drachen, den habe ich herbeigerufen mit den zwei guten Elementen, nämlich Legendär und Feuer. Ähm ja, sieht halt so halt wie eine Sphinx-Drache aus, ne? So in der Richtung, da steht es auch da unten gerade gelesen. Ja, gefällt mir ja ziemlich gut. So, dann haben wir einmal den Bauernhofdrache. Der gute Bauernhofdrache, der sofort trägt alles, was runterfällt, was lecker ist, wird sofort aufgegessen. Auch nicht schlecht. Äh, bitte wundert euch nicht, dass ich ganz halb eventuell das hier hört, aber naja, ich habe ein bisschen, sagen wir es mal so, durch dieses wunderschöne Wetter hier habe ich mir eine Allergie eingefangen. Und das nennt sich Pollenallergie. Und äh, meine Nase ist jetzt dementsprechend ein bisschen. Ja, damit betroffen. Und ich habe da halt so mit ein bisschen Probleme. Aber ich hoffe, ihr, ihr versteht das dann auch. So, einmal der Panzerlady Drachen haben wir noch bekommen. Oh, den habe ich jetzt nicht platziert. Dann geht's hier weiter. Einmal den Schildträger-Drachen. Sieht ziemlich, ziemlich geil aus. So. So. Auch eine ziemlich gute Elementkombination, leider Angriffe her. Etwas schade, aber dennoch ganz gut. So, dann haben wir einmal den Älter, älterer Sturmdrache. Der gefällt mir am allermeisten jetzt gerade. Bis auf die rohe drache aber der gefällt mir richtig gut vom Design her. Und Elementkombination ist auch richtig geil. Einmal Elektro, Feu äh, Wasser, Uhr und äh, Metall. Also ist eine ziemlich gute Elementkombination gefällt mir richtig gut. Dann haben wir den guten Rothaubendrache. Sieht mir ja richtig aus in der Richtung wie ein richtig schöner ähm, Naturdrache. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier einmal den Schleiergardedrachen. Ja mit seinen wunderbaren Fertigkeiten. Die gucken wir uns auch noch mal eben an. Und zwar, er verursacht Schaden oder reduziert Schaden des Nutzers und Verbündeten für mehrere Runden. Ja, das ist doch mal ganz gar nicht mal so schlecht, finde ich jetzt gerade. Und wenn ihr einen Namen für diesen hohen Fenrir-Drachen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und by the way, ich merke schon der hohe ähm, corrupted time dragon hat einer schon einen Namen geschrieben Dummerweise muss ich das wieder zurechtfinden ähm ja aber das kriegen wir denke ich hin so dann machen wir auch eigentlich äh, direkt äh, weiter Ihr kennt ja so, haben wir uns schon mal angeguckt. Hier macht man solche Missionen und dann kriegt man dementsprechend Preise. Hier kann man jetzt den Drachen gewinnen, also Kugeln. Das war natürlich ziemlich geil eigentlich. Der gefällt mir richtig gut. Ähm, da würde ich auch direkt sagen, dass wir zu dem Besuchen eingehen. Denn wir haben zwei gute Leute, die wir besuchen und die sind beide in meiner Allianz. Mensch, ist das ein Zufall hier? So, einmal der gute Julian. der in meiner Allianz ist. ja was hat denn der hier Schönes verbracht? Das gefällt mir richtig gut vom Design her. Mensch, da hat er sich ganz schön Mühe gegeben. Auch hier gefällt mir das richtig gut. Mensch, da hat er sich aber Schönes eingebaut. Oh, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da laufen? Ein kleiner Rex. Ist das der, der gute, hoher, überlegene Drache? Ja, den konnte ich, by the way, auch herbeirufen. Ich war am Schwanken, aber ich habe dennoch den, den genommen, weil ich den. Es ist einfach der allererste rosche Drache und äh, ja, der sollte definitiv auch zu uns gehören. So, du hast einmal den hohen, guten Winterdrachen, den hohen Königin. Jörg die drache Tut mir leid, dass ich es eventuell nicht richtig ausgesprochen habe. Da habe ich immer noch ein so paar Probleme dabei. Einmal der hohe, gute Ewigkeitsdrache, der hohe technonik der hohe Überlegenheitsdrache, der hohe gefrorene drache Mhm. Der hohe Kaver Kavernendrachen, dreimal gestärkt, auch nicht schlecht. Der hohe Sonnenbringerdrache, der hohe eure Der hohe verdorbene Zeitdrachen sehr geil. Der hohe Punktedrache. Der hohe Vergeltungsnormendrachen, sehr, sehr, sehr schön. Der hohe Overlord. Der hohe Wächterdrache, Der hohe Positiver-Drache. Der hohe Fliegerdrache drache mhm. Und der gute hohe Aberglaubendrache. drache Ja, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Dann hast du hier noch weitere. Wie zum Beispiel der Herz-Stopfer-Drache. Äh, Stopper der Robef Vo Vogeldrache, der Gurpik drache auch nicht schlecht, der wunderschöne Drache, ah ja 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 da geht's ja richtig los, der, oh, der sieht ja wirklich echt wunderschön aus, da bin ich ja schon wieder sprachlos und sonst sieht das alles soweit ja ziemlich gut aus. Auch von hier, wenn man von Weitem sieht, hast du es echt schön aufgebaut. Und auch noch sehr, 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 sehr viel Platz. Das gefällt mir immer am meisten. Alles Gute wünsche ich dir. Eine sehr klasse, tolle Insel hast du da. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen beim Heldenmarathon, dass du ähm, den Hohen Meister karma -Drachen gewinnst. Das wäre natürlich super, wenn du ihn gewinnen könntest. So, dann geht es auch direkt weiter zum nächsten Kandidaten. Und der ist zufälligerweise auch in unserer Allianz. Mensch, was haben wir denn hier heute? Emma Frost, She-Da ist auch in meiner Allianz. Der Gute. Das gefällt mir beide aber auch ziemlich gut, wie er das gestaltet hat. In der Mitte immer sowas. Das finde ich ziemlich geil gemacht sogar. Wie er das gemacht hat. Das sieht ziemlich, ziemlich geil aus, auch vom Weiten her. Das gefällt mir richtig gut. Der hohe Winterdrache, der hohe Spannungsdrache, der hohe Kometendrache, der hohe Übermutdrache, der hohe Blutmonddrache, der hohe Schuppen, der hohe Schatzdrache. Okay. Der hohe Oktan, der hohe Flieger, der hohe Vorsehungsdrache, mhm. hoher Kämpferdrache, hoher Herrschaftsdrache und der gute, hohe Heimtürkischer Drache. Auch ziemlich geil. Dualer Wahrnehmungssachen auch ziemlich geil. Mein Gott, er Erscheinungssachen auch ziemlich geil. Oder den Seraphim-Drachen, ziemlich geil, sogar hier. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, der gute phönix ewigkeitsdrachen Mensch. Okay. Ein ziemlich geiler Drache gefällt mir richtig gut. Guck, jetzt macht die mich schon wieder ein bisschen neidisch hier. Simsalabim Drache auch geil und hier der Init Drache ja 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 der Mönch Drache und der Predator X Drache auch geil auch bei dir äh, äh, na na so ähm, Frost Shita auch eine ziemlich geile und auch interessant, interessanter gestaltete Insel von dir. Und du hast auch ziemlich geile Drachen. Auch dir wünsche ich dir alles Gute und... Mach so weiter. Es sieht einfach tippitoppi toppy aus mal wieder. Und ich drücke euch beiden ganz fest die Daumen, dass ihr das Heldenmarathon gewinnt, damit sie den hohen Meister gewinnen können. Der passt nämlich wunderbar bei euch beiden rein. So, dann verabschiede ich mich aber schon mal von heute, denn ähm, die Folgen werden ja jetzt nicht mehr so lang sein. Und dementsprechend muss ich das halt anpassen. Ja, die nächste Folge kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber demnächst wird auf jeden Fall noch was kommen. Macht euch da bitte keine Gedanken. Alles klar. Wir hören uns im nächsten Part. Wir hören uns. Bis dahin sage ich tschüss und alles Gute und ich drücke euch ganz fest die Daumen für das Hellen.